herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich eine Runde Punkapokalyptik von Bad Roll Games. Das Spiel hat mir der Felix, ein guter Freund und treuer Zuschauer, zugeschickt und ausgeliehen, damit ich das euch tatsächlich mal zeigen kann. Und er hat mir das komplett bemalt, zugeschickt und das wurde bemalt von Phantasos Studio und ziemlich Premium, muss ich sagen. Also das sieht man ziemlich, dass die Jungs drauf haben. Und der Erik, den ihr schon von meinen Bushido und Moonstorm Matches kennt, der hat sich bereit erklärt, mit mir zu spielen. Ich habe die Mutarts übernommen, die Mutantenfraktion, und er die Ganger. Und wir spielen quasi mit Figuren, die komplett aus dem Zweispieler-Starter-Set kommen, das man für Punkapokalyptik kaufen kann. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins Spiel und meine Gedanken dazu gibt's wie immer danach. Wir spielen das Szenario Attack aus dem Punkapokalyptik Grundregelwerk. Auf dem Spielfeld werden 6 Objective Marker platziert. Jeweils 2 davon in den jeweiligen Aufstellungszonen und 2 in einem Streifen in der Mitte. Am Ende jeder Runde bekommt man einen Siegpunkt für ein kontrolliertes Missionsziel in der Mitte und 3 Siegespunkte für ein kontrolliertes Missionsziel in der gegnerischen Aufstellungszone. Um ein Missionsziel zu kontrollieren, muss man mehr Modelle damit in Kontakt haben als der Gegner. Das Spiel geht über 6 Runden oder bis eine Bande ausgeschaltet ist. Das Pappgelände ist übrigens von Battle Systems. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Meine Mutant-Bande wird von einem Bobblehead angeführt, der mit nichts weiter bewaffnet ist, außer mit seinen unglaublichen psychischen Kräften. Außerdem besteht sie aus Quasimodo, einem Mutant mit den Mutationen Additional Limbs und Sona, sowie einem Medium Blade als Waffe. Total nicht lila aus Futurama mit der Able-Mutation und einem Medium Blade. Pigtails, einem Pit Beast mit Heavy Mace. Und total nicht Sonic, einem weiteren Mutant mit den Mutationen Runner, Thorns und Poisoned Claws. Eriks Gangerbande wird von seinem Chief angeführt. Er trägt als Rüstung dicke Kleidung, als Nahkampfwaffe ein Medium Blade sowie eine Pistole mit einer einzelnen Kugel. Kugeln muss man nämlich separat mit Punkten bezahlen und die sind ziemlich teuer. Des Weiteren enthält seine Bande einen Badass, ebenfalls mit dicker Kleidung und Crossbow als Waffe, eine Brute mit Hardened Leather Rüstung, einer Mace und einem Shield, einem Ganger mit dicker Kleidung und Crossbow und einem Scumbag, ebenfalls mit dicker Kleidung und Light Mace. Einen Link zu beiden Teamrostern als PDF findet ihr in der Videobeschreibung. Erik platziert seinen Scumbag und seinen Badass auf dem Gebäude ganz links, gefolgt von der Brute und seinem Chief in der Mitte. Sein Ganger steht etwas weiter rechts. Lila und Quasimodo stehen bei mir ganz links, Pigtail und Bobblehead in der Mitte und Sonic ganz rechts. Modelle aktivieren in Punkapokalyptik in sogenannten Agility Rounds. Das heißt, sie aktivieren in Reihenfolge ihres Geschicklichkeitswerts. Eriks Chief hat den höchsten Agility-Wert, das heißt, er aktiviert zuerst. Er hat 3 Aktionen und Erik bewegt ihn 3-mal nach vorne. Eine Standardbewegungsaktion ist dabei für jedes Modell immer 4 Zoll. Als nächstes aktiviert der Badass. Sie hat 2 Aktionen und klettert mit der ersten die Leiter herunter. Und mit der zweiten macht sie eine Ready Defensive Fire Aktion. Der Ganger aktiviert als nächstes und bewegt sich vor die kleine Hütte ganz rechts. Und auch er macht sich für defensives Feuer bereit. Der Scumbag klettert ebenfalls vom Gebäude ganz links und bewegt sich auf das Missionsziel in der Mitte zu. Die Brute bewegt sich ebenfalls 2-mal nach vorne und schließt sich dem Chief an. Als nächstes aktiviert Lila, die dank ihrer Able-Mutation 3 Aktionen hat, bewegt sich 3-mal nach vorne und klettert auf das Gebäude mit dem Missionsziel. Quasimodo humpelt ihr hinterher. Sonic aktiviert und bewegt sich 2-mal nach vorne. Dank seiner Runner-Mutation kann er sich immer 6 Zoll bewegen. Eriks Ganger könnte dank seiner Defensive-Fire-Aktion jetzt das Feuer auf Sonic eröffnen,
entscheidet sich dieses Mal aber dagegen. Als nächstes aktiviert mein Bobblehead und bewegt sich zweimal nach vorne. Dabei wird er vom Badass mit Crossbow erspäht, die das Feuer öffnet. Um zu treffen, muss Erik mit einem W10 gleich oder unter seinem Präzisionswert von 6 würfeln. Hinzu kommt ein -1 Modifikator für einen Schuss auf lange Reichweite und -2 für den Schuss im Defensive Fire. Das heißt, er braucht eine 3 oder niedriger und verfehlt. Mit seiner dritten Aktion verwendet der Bobblehead die Psy-Kraft Master of Puppets auf Pigtails und bewegt sie damit einmal nach vorne. Dann aktiviert sich noch Pigtails selbst und bewegt sich zweimal nach vorne. In Runde 2 dürfte der Chief wieder zuerst aktivieren, entscheidet sich aber bis zur Agility Runde 3 zu warten. Der Gänger ganz rechts bewegt sich einmal nach vorne und feuert dann mit seinem Bogen auf Sonic. Er benötigt eine 5 oder niedriger und trifft. Wir würfeln jetzt gegeneinander und addieren zum Ergebnis den Stärkewert von 4 der Armbrust und den Toughness-Wert von 3 von Sonic. Normalerweise würde ich noch einen Armor-Bonus von 3 durch die Deckung bekommen, dieser wird aber durch den Penetration-Wert von 3 der Armbrust ausgehebelt. Erik gewinnt den Wurf und Sonic wird ausgeschaltet. In Punkapokalyptik hat kein Modell mehr als einen Lebenspunkt. Als nächstes aktiviert der Badass und lädt mit einer Aktion die Armbrust nach, weil diese über die Dead-Slow-Regel verfügt. Und dann bewegt sie sich zu dem Scumbag auf der Treppe. Der Scumbag aktiviert und bewegt sich zweimal in Kontakt mit Lila. Das gilt als ein Charge und er bekommt eine freie Nahkampfaktion mit einem Bonus von +2 auf seinen Combat-Wert, weil er sich zweimal bewegt hat. Wir würfeln jetzt gegeneinander mit Lilas Combat von 4 gegen den Scumbag mit seinem Combat von 6 und ich gewinne. Der folgende Schadenswurf ist Stärke 5 gegen Toughness 3 und der Scumbag überlebt. Die Brute wartet bis zur Agility Runde 1. Als nächstes aktiviert Quasimodo und macht einen Charge gegen den Scumbag. Normalerweise müsste er die ganze Zeit eine Sichtlinie auf diesen haben, um den vollen Charge-Bonus zu bekommen. Allerdings hat Quasimodo die Sonar-Mutation und damit immer Sichtlinie auf Gegner. Durch die Boni von Charge, Medium Blade, Unterstützung von Lila und der zusätzliche Gliedmaßen-Mutation komme ich auf einen Combat-Wert von 9 gegen den Combat-Wert von 4 des Scumbags. Wenig überraschend gewinne ich den Wurf. Der Schadenswurf ist Stärke 5 gegen Toughness 3. Und der Scumbag wird massakriert. Modelle bleiben übrigens auch nachdem sie tot sind noch auf dem Spielfeld, weil sie potenziell ausgeplündert werden können. Lila aktiviert und klettert mit ihrer ersten Aktion über den Leichnam des Scumbags. Und mit ihren verbliebenen zwei Aktionen chargt sie den Badass an der Treppe. Der Combat-Wurf ist 6 gegen 5 und ich gewinne. Der Schadenswurf ist 5 gegen 4, aber der Badass überlebt. Am Ende von Agility Runde 3 aktiviert jetzt der Chief und bewegt sich zweimal auf den Bobblehead zu. Und dann verwendet er seine eine Pistolenkugel, um auf kurze Reichweite auf den Bobblehead zu feuern. Er benötigt eine 7 oder niedriger zum Treffen und verfehlt. Das war's mit der kostbaren Kugel. Mein Bobblehead aktiviert auch gleich und verwendet die Mindshock-Psi-Fähigkeit auf den Chief. Wir würfeln gegeneinander und ich addiere meine Stärke von 2 und der Chief seine Stärke von 4 und für diese Psi-Fähigkeit reicht ein Unentschieden aus, um den Chief auszuschalten. Okay, das läuft gerade alles ziemlich gut für mich, muss ich sagen. Mit seinen zwei verbliebenen Aktionen bewegt sich der Bobblehead weiter nach vorne Richtung Missionsziel. Und Pigtails läuft am Missionsziel vorbei und auf den einsamen Gänger zu. Zuletzt aktiviert noch die Brute und klettert auf die Kiste an dem Gebäude ganz links. In Runde 4 entscheidet sich Eriks Badass, bis zur Agility Runde 4 zu warten. Und der Gänger zieht sich soweit es geht von der bedrohlich nähe kommenden Pigtails zurück. Die Brute klettert auf das Gebäude und muss dafür einen Agility-Test bestehen, was sie schafft. Und mit ihrer verbliebenen Aktion chargt die Brute Lila. Der Combat-Wurf ist +7 für die Brute und +4 für Lila.
und die Brute gewinnt. Der Schadenswurf ist Stärke 5 gegen Toughness 3 und die tapfere Lila überlebt. Der Badass möchte sich gerne aus dem Nahkampf lösen, daher würfeln wir jetzt gegeneinander mit unseren Agility-Werten. Und sie ist erfolgreich. Sie bewegt sich jetzt vom Handgemenge weg und geht mit ihrer zweiten Aktion in Feuerbereitschaft. Quasimodo aktiviert und charged in den Nahkampf zwischen Lila und der Brute, woraufhin der Badass das Feuer auf Quasimodo eröffnet. Sie bekommt minus 3 für das Schießen in den Nahkampf und minus 2 für das Schießen im Verteidigungsfeuer und benötigt daher jetzt eine 1 zum Treffen. Und wenn sie verfehlt, wird zufällig ermittelt, wer stattdessen getroffen wird. Der Schuss geht wenig überraschend daneben und stattdessen erwischt es natürlich die Brute. Durch verschiedene Boni, durch Deckung und Schild ist der Wurf Stärke 4 gegen Armor 8 und trotzdem wird die Brute ausgeschaltet. Lila aktiviert und charge den Badass. Lila bekommt plus 6 auf ihren Wurf und der Badass plus 4 und Lila gewinnt. Der Schadenswurf ergibt einen Gleichstand und weil Lila das aktive Modell ist, gewinnt sie. Der Bobblehead aktiviert und stellt sich an das Missionsziel. Dann bewegt der Pigtails mit Master of Puppets einmal nach vorne und gibt sich selbst mit einem psionischen Schild noch einen Armor-Bonus. Als letztes aktiviert noch Pigtails und charged den einsamen Gänger. Der Combat-Wurf ist plus 6 gegen plus 3 und ich gewinne. Und bei Stärke 10 gegen Toughness 3 ist das Ergebnis nicht arg überraschend. Damit sind die Gänger komplett ausgelöscht und das Spiel geht an die Mutants. Gutes Spiel, Erik. Er hat's mit Würde getragen. Ja, das ist Punkapokalyptik und lief gut, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie repräsentativ das für meine Spielfähigkeiten ist, dass es so gut gelaufen ist, weil vieles waren die Würfel, würde ich mal fast behaupten. Aber wir hatten auf jeden Fall beide Spaß. Bevor ich jetzt zu meinen weiteren Gedanken komme, erstmal vielen Dank, Felix, dass du mir das Spiel zugeschickt hast. Das ist eine super coole Möglichkeit gewesen, einfach mal dieses Spiel zu zeigen. Ich habe da schon von verschiedenen Leuten davon gehört, dass es das gibt. Hatte auch selber schon mal immer mal wieder einen Blick auf die Figuren geworfen, aber bin nie dazu gekommen, das weiter zu verfolgen. Und das war für mich natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, einfach auch euch mal zu zeigen, wie dieses Spiel ist. Und ja, wie ist das Spiel? Das Spiel ist, würde ich fast behaupten, ein sehr, sehr stark auf Bier und Brezel ausgerichtet. Das wundert mich jetzt nicht wahnsinnig. Also ich habe die Regeln durchgelesen, wo ich sie das erste Mal vor Augen hatte und habe gedacht, okay, ja okay, also das ist jetzt nicht so, hat keine wahnsinnig ausgefeilten, super speziellen Mechaniken. Es ist nicht sehr tiefgehend und es liest sich irgendwie sehr tödlich. Das habe ich erstmal so ein bisschen skeptisch betrachtet, weil wenn sich Regeln tödlich lesen, müssen sie nicht automatisch tödlich sein auf dem Spielfeld, weil wir kennen das von Spielen, also es kann auch umgekehrt sein, dass Spiele sich überhaupt nicht tödlich lesen und es dann eigentlich sind. Wir haben Spiele wie Warcry, wo man denkt, okay, da geht es ziemlich zur Sache, aber es kann auch tatsächlich ein ganz schönes Slugfest werden irgendwie, wenn sich ein paar dicke Monster gegenseitig bekloppen mit ihren 1000 Lebenspunkten. Und wir haben auch Spiele wie Wild West Exodus, das auch keine Lebenspunkte hat, aber wo das mit anderen Mechaniken geregelt wird, dass vielleicht Helden mal irgendwie den ersten Schaden, den sie kriegen, in der Runde ignorieren können und sowas. Das gibt's bei Punkapokalyptik, zumindest jetzt in dem Setup, wie wir es haben, nicht. Und das merkt man, finde ich. Also es ist der Wahnsinn, wie schnell Modelle sterben und wie schnell allgemein das Spielfeld kahl geräumt wird. Und wir haben, Spoiler-Alarm, nochmal direkt ein zweites Spiel gemacht, also am selben Abend nochmal gespielt, das habe ich auch aufgenommen, das heißt, es gibt dann nochmal irgendwann einen Spielbericht
Und das war genauso tödlich. Also das war jetzt kein Einzelfall in dem Fall, sondern zumindest bei diesen zwei Spielen, die wir gemacht haben, ist es beide Male sehr, sehr tödlich gewesen. Und das ist, finde ich, was, das finde ich richtig cool bei diesem Spiel. Weil, wie gesagt, es hält in der Form tatsächlich, was es verspricht. Und es ist dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell beschleunigt sich das Spiel immer weiter, weil immer weniger Modelle auf dem Feld sind. Und es ist dann einfach auch, ja, recht fix vorbei. Und wir haben halt nicht mit den vollen Punktzahlen gespielt. Normalerweise spielt man, glaube ich, mit 500 Punkten aufwärts in der Grundbox. Mit dem, was ich jetzt so zusammengebaut habe an Ausrüstung und sowas, da kann man natürlich auch sehr, sehr stark variieren. Auch mit den Mutationen kann man sehr, sehr stark variieren. Sind wir jetzt auf ungefähr 300 Punkte jeder gekommen. Das heißt, man hat natürlich noch ein paar mehr Modelle normalerweise auf dem Spielfeld, aber es hat trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Das Spiel skaliert sehr schön. Es ist jetzt nicht sehr abhängig von dieser Standardpunktzahl. Und ansonsten, ja, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist die Art und Weise, wie man seine Banden zusammenbaut. Dass man nicht feste Modelle hat, man hat nur quasi so ein paar Grundmodelle, die in den meisten Fällen gar keine Ausrüstung haben, sondern die man tatsächlich auch wieder ausrüstet. Da kann man natürlich sehr schön sich an den Modellen richten, die es gibt. Und das haben wir jetzt hier auch so gemacht. Also wir haben tatsächlich geschaut, wir rüsten die Modelle mit dem aus, was sie am Körper haben, was man sehen kann, weil das natürlich auch besser ist im Spiel, das ist besser lesbar. Und ich finde persönlich, das macht auch immer recht viel Spaß, so seine Banden zusammenzubauen. Und bei den Mutanten hat man natürlich auch die Optionen sehr stark mit den Mutationen, was man da damit machen kann und so. Und das fand ich allgemein, ja, eine sehr spaßige Sache. Ich finde auch persönlich die Mutanten ein bisschen spannender noch als die Gänger, als Fraktion. Es gibt noch einige mehr Fraktionen in dem Spiel, die auch ziemlich abgefahren sind. Es startet jetzt am 3. Februar, zumindest Anfang Februar, startet jetzt auch nochmal ein Kickstarter von Bad Roll Games für eine weitere Fraktion für Punkapokalyptik. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ich guck mal, ich werde das dann noch auf Facebook wahrscheinlich oder sonst wo dann nochmal posten, sobald die Kampagne startet. Und ja, aber jetzt so mal, wir diese ganzen Sachen zusammengenommen, das Spiel selber ist trotzdem sehr, sehr simpel. Und das muss man natürlich mögen. Also ich finde, es geht wirklich so ein bisschen in die Richtung wie Spiele wie Dead Man's Hand oder Dracula's America. Das heißt, das ist ein Spiel, das vielleicht auch davon profitiert, wenn man mal eine Kampagne spielt. Es gibt auch Kampagnenregeln dafür. Und ansonsten sehr, wie gesagt, bier- und brezelig. Also es ist nicht sehr verkopft. Man kann sich einfach hinstellen, kann ein paar Figuren hinstellen, baut sich einen schönen Tisch auf und schmeißt ein paar Würfel und hat Spaß dran. Und es passieren wirklich gerade durch die sehr, durch die Würfelmechanik, die sehr 50-50 ausgerichtet ist, kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Hat man ja gesehen, es kann halt einfach auch mal sehr, sehr klar in eine Richtung gehen. Aber ja, wem das Spaß macht, und uns hat das definitiv Spaß gemacht, das ist auf jeden Fall mal auch eine coole Sache, so ein Match mal zwischendurch einzuschieben. Was ich sagen muss, ist, dass die Figuren absolute Megaklasse sind. Also die sind, das ist richtig krass, wenn man die in der Hand hat, die sind so detailliert, die sind so schön modelliert, die sind so kreativ modelliert. Ich persönlich finde natürlich die Mutanten richtig cool, weil ich bin ein riesen Futurama-Fan, und dass da es einfach eine lila Figur gibt, finde ich schon mal super cool, aber auch den Sonic finde ich toll, auch die anderen finde ich toll. Auch die Gänger sind natürlich, wenn man eher auf so eine klassische Menschen-Postapokalyptisch steht, sind die sehr cool. Da gibt es auch auf der Seite noch ein paar andere Figuren, die richtig toll sind, die teilweise auch nach verschiedenen Film, Fernseh, Comic, wie auch immer Franchises so ein bisschen sich orientieren. Das heißt, wenn man sowas mag, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch auf der Webseite von Punkapokalyptik, wo man die ganzen Sachen kaufen kann. Verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung, und ich bin ein Riesenfan von den Figuren, und ich schätze mal, selbst wenn ich jetzt die Figuren dann bald zum Felix zurückschicken muss, worüber ich sehr, sehr traurig bin, weil die haben sich sehr, sehr schön gemacht in meiner Vitrine. Ich werde mir vielleicht dann trotzdem auch selber noch ein paar davon holen. Die werden dann vielleicht nicht ganz so schön bemalt wie die von Phantasos Studio, aber ich habe da schon Bock drauf. Vielleicht hole ich mir auch die neue Fraktion, mal gucken. Ja, das waren jetzt erstmal so meine Gedanken zum Spiel. Wie gesagt, das ist durch und durch Bier und Brezel. Wem das Spaß macht, wer Spaß hat an so Spielen wie Dead Man's Hand oder Dracula's America oder auch mal Wild West Exodus oder sowas und was so richtig, richtig dreckig, postapokalyptisches haben will mit ganz ausgezeichneten Figuren, schaut da gerne mal rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und sagt weiter, dass es einen Kanal gibt. Das hilft mir am meisten. Oder ihr geht auf meinen Spreadshirt-Shop.
und kauft euch einen Pulli oder ein T-Shirt oder irgendwas mit meinem Logo drauf. Das unterstützt mich auch und alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.